Hallo zu einer neuen Forest-Folge mit Concord. Hallo und willkommen zurück. Und wir sind ja gerade fleißig dabei, unser Haus zu bauen. Schlafzimmer ist ja soweit fertig. Ich weiß nicht, warum ich da gerade hochgelaufen bin, ehrlich gesagt. So, wir brauchen jetzt... Oh, du hast noch ein Lagerfeuer reingebaut. Ja, war da schon mal drin? Nee, hast du das Lagerfeuer da reingebaut? Ja, das habe ich reingebaut. Aber das ist nur ein einfaches, das heißt, wenn du das Feuer anmachst, geht's auch wieder aus. Also geht's. Ach so, in diesem Ding wäre gar nichts drin oder was? Nee, das habe ich ja gesagt, lol, da kannst du gar kein Feuer anmachen. Deswegen habe ich da einfach so ein kleines Lagerfeuer reingetan. Kann man oben was draufstellen? Aber. Bestimmt, oder? Sonst, das kann ich mir schon vorstellen, dass du was drauflegen kannst, oder? Hm. Also Soda und sowas schon mal nicht. Genau. Lol. Okay. Hat ja viel Sinn. Hast du schon die zwei Köpfe gesehen? Welche Köpfe? Die Echse und das Reh. Ah ja, nee, hab ich nicht. Weil Echse, das ist echt ein kleiner Kopf. Müssen wir vielleicht mehrere hinmachen oder sowas. Nee, ja. Ja, mehrere Echsen halt oder so. Aber bei den Lagerfeuer würde ich halt sagen, dass wir immer. Weil es ist halt die Idee, dauerhaftes Feuer im Kamin ist ja theoretisch unlogisch. War ein merkwürdiger Schrei. Ist ja unlogisch, ne? Mhm. Und deswegen habe ich überlegt, immer nur diese Stöcke reinzumachen, also einfaches Feuer und eventuell irgendwo daneben oder sowas ein kleines, wohlgesagt ein kleines Stocklager. So gesagt, als Vorrat, weißt du, so, weißt du, wie in echt halt auch, du hast daneben so einen kleinen Korb, wo du ein bisschen Feuerholz drin hast. Oh, das ist. Ach so. Und dann könnte man so gesagt immer, hey, Schatz, mach mal Feuer. Hey, jetzt bin ich hochgekommen! Das ist verschrien. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Gut, die Fallen sind hier schon gut ausgelöst. Dann könnte man hier daneben eventuell das Feuerholz hin tun. Ach, das ist ja Ding, Taschenlampe. Also hier in die Ecke vielleicht so ein kleines Ding mit Feuerholz, also Stöcke. Ja. Dann kannst du immer so ein paar nehmen und Feuer machen. Naja, komm, jetzt müssen wir noch ein bisschen Holz, also hier. Baumstämme holen. Das machen wir. Und dann, dass wir die Mauer zukriegen. Schon wieder so dunkel. Irgendwie wird es irgendwie gerade in der letzten Folge nicht einmal hell. Jetzt gerade irgendwie wird es auch nicht hell. Richtig hell. Alter. Sorry. Helligkeit will gerade nicht so. Ich mache jetzt erstmal zu, ne? Weil ich glaube, das dauert ein bisschen, bis wir beide Feuer haben. Hallo? Von der Scheune. Yeah. Ich hole den Wald ab. Schnauze. Ist auch tot. Perfekt. Ah ja, hier sind einige Leichen. Die haben schon ein bisschen gebracht, die Fallen. Dann nehme ich aber erst die andere Leiche da unten. Oh. Ah! Ah, toll. Die sind mir hinterhergerannt. Die sind mir alle hinterhergerannt. Was für eine Scheiße. Ah. Oh. Ah, ich komm hier nicht mehr raus. Komm her. Hey, der ist tot. Ging ja schnell. Oh. Verstehe ich jetzt nicht. Weißt, ich komme hier aus. Hast du ein Feuer gemacht irgendwie oder hast du die alle reingetragen? Nee. Ich mache hier schon mal ein Feuer, wo ich bin jetzt. Okay. So. A1. A2. Einem falle ich nicht mehr mit. Ach ja. Dann lag hier noch. Ja, ein paar neue Pfeile mit Charlotte Lee, glaube ich. So, ist da jetzt noch einer oder sind die alle weggelaufen? Scheinen alle weggelaufen zu sein. So. Du noch ins Feuer. Da liegen ja zwei. Die Fallen haben leider die. Ich hab dachte,
dass ich da hinten was laufen soll. Ah, oh Gott, erschreckt mich nicht so. Verdammte Axt. Du hattest recht. Nicht bewegen. Boom, Headshot. Nice. Kann ich hier das Feuer auch anmachen? So. Nö, kann ich nicht. Ist ja super. Ich dachte eigentlich, dass wir hier mal irgendwo ein Feuer hatten. Aber ich... Ist das noch dort, wo der Name ist? Das Lagerfeuer? Ja. Oh, dann bringe ich dir noch einen Besucher. Na, ich kann keine Knochen mehr nehmen. Na toll, ich auch nicht. Zurück. Obwohl, doch ein paar kann ich nehmen. Jetzt kann ich keine mehr nehmen. Ach, das ist alles voll hier. Alter, wir brauchen... Wir bräuchten jetzt schon einen dritten Knochenkorb. Haben wir nicht noch einen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Musst du schauen. Im Lagerhaus hatten wir, glaube ich, keinen Knochen. Nö. Und... Ja, dann bau halt einfach noch einen, aber vielleicht... Ja gut, wo? Brauchen wir so viele Knochen? Weißt du nicht, irgendwann mal vielleicht. Ah, doch, da ist einer. Doch, ja, stimmt. Hier, dritter Knochen. Ah ja, Gott sei Dank. Ja, doch, da haben wir noch einen gebaut. Aber der ist auch schon fast voll. Krass. Dann der könnten wir... Oder sowas. Da könnte man dann noch welche... Oh, falsch. Da könnte man noch welche machen, da hast du recht. Neben den Altar. Ich einfach noch ein paar Knochenrüstungen machen. Wollten wir nicht noch einen eigenen Rüstung? Ach, wir wollten ja zwei Rüstungen in unsere Villa reinhauen, oder? Oh. Ich sag einfach mal ja, hast recht. Dann könnten wir so zwei Rüstungsständer, einmal für Mutanten und einmal für Knochen nebeneinander irgendwie so? Oder mehrere Knochen? Könnten wir auch machen, so mehrere Knochenrüstungen. Wahrscheinlich noch ein bisschen Stoff brauchen. Na gut, Stoff brauchen wir sowieso irgendwie, weil ich habe nicht mehr viel. Ich habe noch... Oh, 97 Stoff. Ich nehm's zurück. Ah, okay. Was, das 97 Stoff noch? Ja. Boah. Das ist, weil ich ja gar nicht so viel Feuerpfeile gemacht habe wie du immer. Ah ja, gut. Das kann gut sein, ja. Ja, wo ist denn jetzt der Wagen hin? Ach, da hinten, hinter dem Stein. Ich dachte jetzt schon, ich bin bescheuert. Kannst du mir den zweiten Wagen bringen? Ach nee, da liegt schon wieder eine Leiche. Ich glaube, wir sollten doch Effigies anfangen zu bauen. Ja, also langsam brauchen wir die Knochen nicht mehr. Ja, hey, wie kommst du denn da rein? Die Falle ist ausgelöst, er steht hinter der Falle. Durchschießen. Nein, irgendwie nicht geil. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja, jetzt lauf halt da raus. Ah, lol. Nein, hör auf damit. Oh, endlich. Ja. Wow, ich Vollidiot. Bin ich voll in die Falle reingelaufen. Ich komme auch nicht so richtig dazu irgendwie. Sollen wir Effigies bauen? Gar nichts. Ich glaube, ich baue ein Effigy. Ja, bauen wir. Ah, da hängt auch noch eine Leiche. Ja. Ich baue überall, glaube ich, so. Geht ein schnelles, kleines Effigy. Oder weißt du, was wir machen? Es gibt ein riesiges Gigant. Wäre gar nicht so abwegig eigentlich. Weil es gibt ja diese... Was sind denn die Effigies? Bin ich jetzt bescheuert? Hä? Haben wir da, sag mal. Boah, nein. Boah, nee, komm. Kein Bock. Hey, jetzt ohne Scheiß, wo sind die Effigies? Ich finde die nicht. Also mittlerweile haben wir jetzt, glaube ich, so viele... Eigentlich, wenn man die Leichen liegen lässt, die fangen an zu verwesen. Glaubst du, die locken... noch mehr Feinde an?
Keine Ahnung. Sag mir lieber mal echt jetzt, wo Effigies sind. Ich finde die nicht. Ich habe jetzt wirklich einzeln komplett durchgeblättert. Ja, bei Effigies, bei Totems. Nach dem SOS-Signal vor der To-Do-Liste. To-Do-Liste? Vor dem To-Do-Liste? Ja. Nach SOS, vor To-Do. Genau dazwischen. Nach SOS, vor To-Do. Gibt's bei mir nicht. Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Nein! Was? Nein! Was? Muss mich wieder beleben. Lol, warum? Bist ins Feuer gelaufen. Ich bin mit dem Wagen durchs Feuer. Ach, weißt was? Die zweite Staffel ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Alter, ich glaube, ich bin schon 4 oder 5 Mal durch. Durch welches Feuer denn? Ach, durch das Feuer? Was? Das ist einfach. Jetzt kannst du die Knochen gebrauchen. Komm, hier sind noch 2. Oh, ich hab Hunger. Scheiße. Kannst du mich kurz beschützen vor den Kollidioten davon? Ja, ich muss gerade ein bisschen was essen. Naja, dann ess. So, jetzt beschütze ich dich. Kommt her, ihr Pissnelken, jetzt komm her! Du gehörst. Ja. Ich hab mir vorhin gedacht, so, gefährlich eigentlich, das Feuer da so offen rumzulegen. Oh, das sind 3 Leute. Einer ist gleich weg. Ich eigentlich noch eine Leiche. Ja, aber die habe ich gerade hergeholt. Ich kann aber keine Effigies bauen, die gibt's bei mir nicht. Ach, du bist doch nur schlecht. Oh, jetzt sind noch mehr da. Oh, der eine, jawoll. Ich mach gleich Bogen. Oder machst du? Was hier hinter dir? Oh, wo? Er hat eine Runde geholt, den Sack. Wieso hat er jetzt keinen Schaden bekommen? Oh Mann. Hier geht's gerade voll auf den Keks. Keks. Alter, du brauchst so lange, die zu killen. Ohne Witz, mir geht schon mittlerweile immer die Ausdauer aus. Egal, ob ich voll hatte oder nicht, ne? Einem, ja. Bei einem geht schon die Ausdauer aus. Furchtbar. So, ich erneuere mal die Falle hier schnell. Weißt, ich musste jetzt schon 4 Mal oder sowas komplette Rüstung erneuern. Fucking Feuer gelassen. Aber jetzt mal ohne Flachs, ich kann keine Effigies bauen. Ach komm. Du findest es einfach gerade nicht. Nee, es geht nicht. Ich bin sogar beim SOS-Signal. Ich hab einzeln komplett durchgeblättert. Ist es bei dir am Anfang, bei dem Inhalt verzeichnet, steht bei dir da irgendwo Effigies? Inhaltsverzeichnis, wo ist denn die? Ganz erste, die erste Seite. Ne, die erste Seite ist Grundlagen des Überlebens. Ne, geh mal eins zurück, also unten ist Inhaltsverzeichnis. Nein. Nicht. Warte, geh mal auf Signale und dann Totems. Zack. Was, Signale? Wo ist... Signale? Ja. Und dann noch eine Seite weiter. Da bin ich bei der To-Do-Liste. Was? Ja. Okay, das ist in der Tat wirklich komisch. Hä? Fehlt bei mir. Kann es sein, dass es ich nicht bauen kann, sondern nur der... Ja, Schnee. Aber die Kirche kannst du auswählen, oder? Die Kirche kann ich auswählen, ja. Die kann ich auswählen, alle beide. Nee, also bei mir kommt Signale, Totems, To-Do-Liste. Wenn ich da unten jetzt diese Reiter anklicke. Hast du Knochenrüstung gemacht oder sowas? Was hast du gemacht? Knochenrüstung, ja. Okay. Ja, weil dann kann man ja, brauchen wir ja die Knochen doch, dann kann ich ja die anderen doch nochmal anzünden, oder? Ja. Oder magst du doch Effigies bauen? Ja, sag mal, die Effigies bringen ja eigentlich nur was. Sieht aber cool aus eigentlich, wenn so ein paar Effigies da rumliegen haben. Ja, so ein paar abgehackte Körperteile, ja. Sieht echt cool aus.
Echse einladen. Ja, und so würden wir die Dinger wenigstens ein bisschen gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwas bringt. Einfach mal so aus Spaß. Ja. Und man könnte ja so einen selbst erstellten Effigy machen. Dann könnte man immer wieder die Körperteile einfach drauf klatschen. Dann bräuchte man nicht so vorgegebene. Und da hätte man das unten links nicht immer dastehen. Hm, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. So, ich hole jetzt mal diesen blöden Wagen. Ich weiß schon, dass du auch anzünden musst. Was? Die Leichen. Nee, ich dachte, ich wusste jetzt nicht, ob wir jetzt die Knochen benutzen wollen oder ob wir... Ach so, jetzt. Ja, warte, dann gehe ich schon wieder. Hä? Ja, aber ich werde wahrscheinlich jetzt demnächst mal in die Höhle gehen müssen. Wieder Stoff holen. Das weil das sieht echt langsam aus bei mir. Ach, vielleicht tue ich mir noch ein paar Echsenrüstungen. Ja, hast du den Wagen geholt mit den, alles klar. Hast du, okay, passt, super. Oh nein, ich höre da schon wieder ein Trampeltier. Das ist so weit zu gehen, das nehme ich mit. Ich höre nix. Also muss eher in deiner Nähe sein. So. Wie viel Holz liegt hier denn drin? So. Und dann kann ich da... Ist jetzt noch eins? Komm, bitte irgendwo. Hier muss doch noch ein Holz sein. Mieze. Meine Mieze miaut gerade so extrem. Miau. Ja, das war's jetzt... Du. Was? Nein, ich bin schon. Nein, ich doch nicht. Ich hole mir den zweiten Wagen. Boah, soll ich jetzt in die Richtung eher oder soll ich in die Richtung? Ich weiß es nicht. Ja, ist schon gut. Nicht vor dem Bildschirm, Mausi. Streichel, streichel, Streicheleinheiten. Das war die Katze. Ich habe nicht die Maus in der Hand gehabt. So. Motorsäge? Ja. Nehmen wir den Baum hier. Das sieht so aus, als würde er sterben. Aus sterben wollen. So, ihr zwei. Fällt genau auf den Wagen. Passiert da was? Ich habe immer Angst, wenn ich... Der Baum auf den Wagen fällt, dass der Wagen irgendwie wegspringt. Habe ich eigentlich Angst, aber noch nie passiert. Nee, bis jetzt noch nicht, nee. GG-Troppen. Dann hole ich mal den zweiten Wagen und dann fülle ich da mal den auch auf. Was? Soll ich jetzt schon mal anfangen, irgendwie ein F? Du kannst gerne irgendwo, wo du willst. Eigenes Totem. Du kannst auch ein bisschen abseits von der Ding. Oder sollen wir die Effigies bei der Kirche bauen? Oh, das könnte man natürlich auch machen. Oh, ist richtig schön um die Kirche rum. Richtig viele an einem Ort. Boah. Ja. Dann müssen wir echt als nächstes die Kirche in Angriff nehmen. Ja, mach mal. Mach mal jetzt das Dach fertig und... Ja. Ach, ich bring dir hier nochmal einen Wagen und schieb mich. So, ja gut, dann mach ich hier weiter. Ja. Der fällt um. Dann nehmen wir den hier. Gut, also hier machen wir es unten am Strand, oder? Nee, hier oben am See, dachte ich. Hier oben am See. Okay. Heißt also eigentlich die ganzen Bäume um den See dann rum weghauen, oder? Oder, Moment, welchen See meinst du eigentlich? Da, wo wir... Nee, den kleinen Teich, hier. Den Teich. Auch. Also den wir freigeräumt haben ein bisschen. Alles klar, ja, gut, okay. Aber auf dem Kirchengrundstück ist dann nicht der Teich drin, der ist eher so in der Nähe daneben und so, oder? Hast du es geplant mit der Kirche? Ja, genau, irgendwie so. Okay, alles klar. Geh mir nicht auf den Sack! Irgendwie ganz widersprüchlich, eigentlich richtig idyllisch, mit so einem kleinen Teich und da ganz viel Effigy. Körperteile aufgespielt.
Geh mir nicht auf den Keks. Danke dir. So, ich kämpfe wirklich teilweise nur mit dem Bogen. Und wenn sie mich anspringen, springe ich auf die Seite. Lass aber den Bogen ausgerüstet. Weil ja, das habe ich eigentlich auch schon oft gemacht. Ich meine, hin und wieder verlierst du deine Rüstung, aber... irgendwie... nicht jedes Mal satt 3 Stunden auf den einzuhauen. Ja. Ich versuche immer nur einen Headshot zu machen, dann geht es schon ein bisschen schneller. Yay, das Dach ist fertig. Yay, nice. Dann kannst du ja eigentlich... den anderen Wagen. Nee, eigentlich könntest du einfach den anderen Wagen hier lassen und hierher kommen, oder? Weil du brauchst ja den anderen Wagen nicht so richtig, oder wie? Das ist ja, ja das Schöne, wir bauen jetzt eigentlich am Rand von unseren... Das ist nice. Ich guck dann mal, warte, jetzt pass ich mal auf, wo ist denn der Teich? Ich sehe den Teich gerade nicht, ich finde ihn nicht. Ach, der ist eher da links, oder? Na gut, aber die 8 Baumstämme hole ich mir jetzt noch, dann hier. Die Wand fertig machen. Ich mache hier mal ein bisschen frei, ne? Ich tue mal den ganzen Gestrüpp hier weg. Die Falle ist zu. Ist da was drin? Ja, toll. Ja, es ist was drin. Scheiß Eichhörnchen ist da drin. Ja, der kann mich immer am Arsch lecken, das Eichhörnchen. So. Blaue Bären futtern. Strauch hier wegreißen. Alter, das sind viele blaue Bären eigentlich. Holy shit. Jetzt geh mir nicht auf die Nüsse, du dummer Baumstamm. Lass mich durch. Aber wenn man jetzt eigentlich alles so Revue passieren lässt, haben wir echt viel geschafft, muss ich sagen, in der 2. Staffel. Also wenn man so die Entwicklung anschaut... Ja, die ist natürlich viel groß. Bin schon stolz auf uns. Ja, haben wir wirklich nice. Ist wirklich nice. Also ich weiß nicht, also der Ort ist schon irgendwie schön mit dem Teich. Aber der ist noch relativ dunkel irgendwie. Ich weiß nicht, den haben wir irgendwie... Ich weiß nicht, da haben wir irgendwie ein paar Bäume ausgelassen. Oder die sind irgendwie nachgewachsen, ich verstehe es nicht. Ja, das ist das Kriegsproblem. Oder wir tun es doch auf den Hügel da hoch. Komm mal her, ich brauch dich mal. Auf deine Fachmeinung. Ja, Moment. Schnell, bevor das Licht weg ist. So, alles fertig beim Haus jetzt. Weil bei Forst könnte man echt so wie Minecraft oder sowas so automatisch lassen, dass man vorm Tor steht, Platte, Tor geht auf, du gehst raus. Ja, Tor das nervt manchmal. Vor allem, wenn du mit dem Magen kommst, dann nervt das. Ja. Dann unterwegs. So, ich habe hier mal ein bisschen frei gemacht. So wie du siehst, die Fläche vom Büschen befreit. Ging nicht 100%. Jetzt gäbe es die 3 Möglichkeiten. Kannst du dir jetzt aussuchen? Jetzt wird schon dunkel, das nervt. Dass die Kirche auf diesem Hügel ist. So gesagt, hier die Kapelle auf einen kleinen Hügel. Schöner Ausblick und so, ne? Ja. Oder zwischen den 3 magischen Steinen. 1, 2, 3. Sogar 4 Steine. Da hinten ist ja noch ein 4. Also hier bei den schönen großen Steinen. Hier so in mittig irgendwie. Ne? Hier drauf ist. Oder halt
Da hinten bei dem schönen Teich, so gesagt. Hier irgendwie so in dem Bereich hier ungefähr. Oder da, davor, so leicht schräg, dass man den noch leicht sieht. Oder daneben hier so, weißt du, so. Warte, ich guck mal, ob ich die bauen kann, wie groß die überhaupt ist. So. Oh, Alter. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe gerade echt nichts. Ich steh in dem Ding drin. Ich muss mal gucken, wo ist der Teich? Hier ist der. Ist das jetzt richtig? Ja, das wäre sogar richtig. So ungefähr, weißt du? Da ist der Teich daneben so ein bisschen. Entweder hier. Oder halt oben, ja, wo ich gesagt habe, auf dem Hügel oder halt. Was 370 Baumstämme braucht die? Willst du mich verraten? Ist ja eigentlich schlecht gemacht. Wir sind ja direkt neben dem Wald und da können wir mal direkt. Einer aber fällt mir 82 jetzt. Verstehe ich nicht. Auch gut, ne? Weiß ich nicht warum. Sag mal, auf dem. Ich würde sagen, wir schlafen Hügel jetzt erstmal, weil. Es ist schon gerade dunkel. Sag mal, auf dem Hügel oben finde ich es eigentlich schon fast am besten, weil da steht es halt einfach so mittendrin irgendwie. Wir können es mal auf dem Hügel, wenn Tag ist, können wir es mal auf dem Hügel hin tun. Ja. Problem ist nur, weil es halt ein Hügel ist, kann es sein, dass wir da so ein kleines Fundament brauchen. Oh, sorry. Ah, du bist reingekommen. Einmal speichern. Und dann Schlafi. Schlafi machen. Schlafi, Schlafi. Super, das hat ja super funktioniert. Dann gehen wir wieder zurück zur Kirche. Essen und trinken muss ich kurz. Ah ja, stimmt, ich auch. Danke dir. Das vergesse ich jedes Mal im Spiel. Das ist komisch eigentlich. Ja. Jetzt ist der Wind wieder so kacklaut. Vor allem von der Kirche her könnte man halt auf dem. So auf. Meer und so. Und da steht's halt mittendrin, vor allem wenn wir jetzt sagen, wir hauen. Bäume außenrum noch weg. Hm. Wo waren das jetzt hier was? Aber eigentlich, Glück sagt, ich würde dann hier die Bäume vielleicht sogar stehen lassen. Ich würde die hier weghalten. Ich weiß, ich glaube, das sind eher Stecker da hier. Ich glaube, das sind gar keine Bäume. Ja, genau, die würde ich hier weg. Aber die ich Bäume meine, die vielleicht Bäume jetzt, ja. Also die Büsche da ist weg, aber. Sag mal, die Bäume, die ist eigentlich da oben. Zumindest paar, so die zwei. Die weil paar, also so schlecht, als wenn nee, so her. Vor allem, weil sie so richtig dicht ist, ne? Ja, aber die dahinter, genau. Also, die dahinter könnten wir ein bisschen fallen. Also hier hinten könnte man ja hier so, die könnten wir wegfällen. Ab hier, die könnten wir alle wegreißen und dann davor schippern, brennen. Dann würde ich aber. Also willst du es jetzt hier machen, oder wie? Ja, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil das sieht ganz nett aus mit den Bäumen hier eigentlich, wenn es so richtig dick ist. Weil du hast schon recht auf dem Hügel. Ja, da ist halt wieder so eine. Fundament weil und die so. Ist und das schon ist relativ groß und da wird irgendwas durchbacken wahrscheinlich. Und da brauchen wir halt wahrscheinlich dann so ein Fundament, weißt du, was gerade begradigt, dieses ja, diesen das Hügel theoretisch begradigt. Ja. Gut, und die Steinmauer. Ich suche sie gerade. Ich suche sie gerade. Hm. Tut man den Teich jetzt in die Mauer oder eher außerhalb? Nee, ich dachte in die Ding machen. Okay, alles klar. Sollen wir ein paar Bäume drinnen haben, ja, oder? Ja. Ich höre einen Mutanten. Hm. Alter, das werden viele Steine. Leck um wie euch. Aber stimmt, das ist wirklich ein Problem, ne? Wenn wir angegriffen werden, nicht, dass die dann in die Kirche reinlaufen. Gut, das müssen wir halt akzeptieren, wenn es so ist, ne? Kann man an die Steinmauer so Verteidigungsdinge? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Konnte man eine Tür machen bei der Steinmauer? Nein. Nein. Ich glaube nicht. Oh nein, wir werden jetzt schon angegriffen, glaube ich. Zwei wieder. Drei! Oh, das ist hier nicht schön, das gefällt mir nicht. Warte kurz. Oh, scheiße, ey, wir haben gleich ja, noch ist. Ja, Gott. Oh, Gottes Willen, die sind direkt bei der Kirche jetzt nur. Ich versuche den großen, den Stampf zu kriegen. Na gut, die Kirche steht ja noch nicht, ne, so. Oh, ich habe beide angezündet, geil. Nice. Ey, Vorsicht. Wie zündet man an?
Nach unten schauen und N drücken. Ah ja. Da muss eigentlich alles dastehen. Also Pfeil ändern halt, wechseln. Ja, habe ich, aber ich kann nicht L drücken. Wow. Wow, 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 lol, hey. Also ich kann nicht anzünden, es geht nicht. Sehe, dass du einen Feuerpfeil ausgewählt hast? Ja, habe ich. Ich kann aber auch gar nicht. Achso, wow. Ist wahrscheinlich wieder so ein Pack. Oh Gott, jetzt will ich gerade voll aufs Frostbrett. Ah, jetzt, da steht's. Sorry, aber war ein Bug bei mir. Wow! Lol. Sehr gut. Nein! Lol, jetzt wäre ich ihm fast so noch reingelaufen. Wow! Vorsicht! Alter, ich bin gerade mittendrin. Nicht gut, weil ich keine Rüstung mehr habe. Die dürfen mich nicht erwischen. Was? Deine Rüstung ist schon komplett runter wieder? Komplett, ja. Ja, was heißt wieder? Es ist. Ich hab's tausendmal gekämpft in der Zwischenzeit. Ich hab's einfach nur nie wieder aufgefüllt. Okay. Ich hab's nie aufgefüllt. Nein! Daneben geschossen. Mein wertvoller Feuer. Haben wir getroffen? Wo ist denn jetzt dieser auch Stampfer da? So, ah! So, jetzt erwischt er mich jetzt auf so gut. Nein. Genau wie mir. Ja, genau. Hier ist es ja gegangen wie mir. Wow. Der eine hat mich umgeschmissen und. Oh. Wow, ich hänge an einem Baumstamm. Nein. Der Dampfer muss weg, jetzt verreckt halt endlich! Nein! Ich lock's auf nicht auf in unsere Siedlung, das wäre echt blöd. Ja, ich urballer, ich laufe schon weg, Gott. Wo ist er? Wie denn der herläuft? Jetzt verreckt halt endlich! Verreckt halt endlich! Irgendeiner von dem muss doch jetzt verrecken, das ist ja furchtbar nervig gerade. Wo ist eigentlich die Spinne hin? Bist du? Scheint so, ja. Wow! Nein, ey! Ich schau immer auf die verkehrte Richtung, ne? Oh, der Jumper ist tot. Oh. Aber die Rüstung, die kann ich jetzt echt gut gebrauchen, ne? So, die kommen eigentlich gerade wie gerufen. Die haben jetzt zwar jetzt auch viel Rüstung genommen. Warte, ich schieß schon, warte kurz. Mann, Verreck halt einfach. Und ich zünd noch mal einen an. Bin noch mal stehen bleiben. Die Spinne ist da hinten. Hinter dir. Ist hinter mir. Achso, oh Lord. Ja, wo kommt denn der her? Wo ist denn der lang gelaufen? Meine Fresse. Stirb halt. Oh. Also der muss jetzt sterben. Nahkampf! Aber mir macht ehrlich gesagt die Feuerpfeile echt. Oh nein, Babys! LOL! Ach so? Hab ich doch richtig gehört. Ah ja. Ich tu mal auf normale Pfeile umschalten. Hast du den schon oder was? Ich sehe sie nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich anspringen. Da unten. Oh, Alter, voll viele. 4 Stück. Oh, er ist tot. Verteilt in der Wiese. Einen habe ich. Okay. So, den einen heute. Zweiten habe ich. Ach so, wieso tue ich die Pfeile eigentlich auf? Dritten habe ich. Ich habe keine Ahnung, den. Letzten, ich glaube, ich habe alle 4 tot, ja. Sind, glaube ich, alle 4 tot. So, den holte ich jetzt auch noch. So. Ist die Spinne auch weg? Die ist weggelaufen, irgendwie. Ach komm, die hätte ich auch noch brauchen können. Ah, da ist. Oh, da ist ja. Wow, das Baby! Oh, lol. Das habe ich nicht gesehen. Holy shit. Oh. Lebt das Baby noch? Nee. Alter, das ist mir voll in die Fresse geflogen. Das. Oh, sehr schön. Alter, Babys hatten, also hatten wir nie so richtig einen Angriff, oder? Das ist wirklich. Doch einmal haben wir es, glaube ich, schon mal gehabt. Doch. Alter, das ist wirklich 4 bis 5 Babys da? Ehrlich? Gut, ob es 4 oder 5 Babys waren? Konnte ich mich jetzt nicht erinnern.
Aloe Vera? Den Scheiß? Was ist das? Ja! So, und jetzt. Genau, zurück zur Kirche. Da war ja was. Ah ja, und Zeit, wir müssten wahrscheinlich aufhören. Ja, 35, ja, ist eigentlich optimal gerade. Gut, dann war die Folge doch nochmal mit schönen Kämpfen. Aber ja, ich würde das so machen. Ich mag noch ganz schnell die Mauer fertig machen in der Folge. Mhm. Hey, du stirbst nicht, okay. Kann man nicht hier rein? Dann ist hier so ein schöner Teich da. Sieht doch ganz nice aus. Denke ich, könnte man so lassen. Ja, ich denke mal. So, erstmal die Büsche weggehauen. So. Das würde unsere richtige Todeskapelle. Also keine schöne, sondern eine richtige Todeskapelle. Eine Kapelle, dann noch zwei Särge davor und dann überall Effigies. Man könnte auch einfach vom Eingang zu zwei große Effigies. Könnte man auch machen, ja. Aber die muss halt dann du bauen, weil. Ja. Oh Gott, das wird wieder viel Arbeit. Ich glaube, da sind wir noch ein paar Folgen beschäftigt. So viel zum Thema aufhören, ne? 451 Steine? Hä, bei mir. Ah ja. 451 Steine! Und du kannst immer nur 5 tragen. Oh! Irgendwie möchte ich jetzt so Sammelroboter haben. Oh, das wäre geil, dass es irgendwie sowas in der Welt rumfährt und immer so Steine aufsammelt. Komm, wir beenden jetzt aber die Folge. Nein, ich tue es schon sammeln. 5 Stunden am Stück. Alter, hier sind so relativ viele Steine. Also, schaltet wieder rein bei Folge 95. Na gut, wo bist du? Hier. Ja, wo ist hier? Ja, hier. Ah. Hier. Ja, so, Hallöchen. Gut, Hallöchen, Papöchen. Und denk dran, das sind eigentlich, müssen wir den Weg auch noch machen, das sind auch nochmal Steine. Ja. Ja, das wird lustig. Halb. Gut, also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sieht man sich hoffentlich wieder bei der nächsten Folge, wenn es heißt, The Forest, Folge 68. Tschüss. Ciao.